grüße euch kurz, um es zu zeigen. Ich mache mir eine Spline. Ich mache mir daraus eine Leertaste Wand. Ich sage zur Wand, Steuerung A, Steuerung HTST, du bist jetzt aus Glas, mit CDEFG, Glas, Normalglas. Okay, schaut in 3D so aus und hat relativ unschöne Kanten drinnen, die er mir zeigt. Die Innenkanten zum Beispiel auch. So, das Zeug, falls ich mal später was in die Tür einsetzen will oder was, Steuerung Groß E, kopiere ich mir mal zur Seite. Und hier, rechte Maustaste, Auswahl in MOVS konvertieren, okay. Dann habe ich hier lauter einzelne MOVS. Die kann ich natürlich auch zusammenhängen, rechte Maustaste, Bulgeoperation vereinen. So, dann habe ich ein Drum, Steuerung hat das T, Kanten ausgeblendet. Okay, keine Kanten mehr und trotzdem durchsichtig. Alle Kanten weg, keine einzige mehr da. Wenn ich das nicht nur ausblende, sondern einfach auf weich stelle, habe ich so einen Effekt. Kann man mögen, muss man nicht. Steuerung hat das T, also ausgeblendet. Okay, und schon habe ich ein sehr, sehr weiches Teil, das ich dann rendern kann, wie immer ich mag. Gut, das war's. Schöne Tage.